Schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen heute wieder einen kleinen Lichtblick nahebringen. Ein Lichtblick ist ja immer der Versuch, auch mal eine positive Botschaft aus der Landschaft der Gerontopsychiatrie wahrzunehmen. Und heute geht es mal wieder über Depressionen. Das Problem ist, dass meistens alte Menschen, gerade auch wenn sie im Heim sind, sehr selten psychotherapeutisch behandelt werden. Natürlich gibt es das und es ist auch bewiesen, dass Psychotherapie für alte Menschen wirksam ist, aber es erfolgt de facto relativ selten. Das hat vielerlei Gründe. Einmal ist es für alte Menschen nicht so leicht, in die Praxis des Psychotherapeuten zu kommen und es gibt wenige Psychotherapeuten, die in die Wohnlichkeiten der Personen kommen. Da gibt es jetzt ein Forschungsprogramm in Berlin, wo man das dann mal versucht, aber in der Fläche gibt es das sehr, sehr selten. Das bedeutet, in der Regel werden Menschen mit Depressionen im Alter nur medikamentös behandelt und wir wissen, dass eben Antidepressiva im Alter häufig eben nicht sehr wirksam sind. Nun gut. Es gibt einige Länder, zum Beispiel Großbritannien oder die Niederlande, die zunehmend Pflegende für ärztliche und für therapeutische Maßnahmen in Anspruch nehmen. Und in den Niederlanden, da gibt es nun ein Programm der Lebensrückblickstherapie. Was das ist, erzähle ich gleich nochmal. Und dort werden erfahrene Pflegende in dieser Methode unterrichtet und führen diesen Lebensrückblick für Menschen mit Depression durch. Ja, die arbeiten natürlich unter Supervision, unter Aufsicht und machen das vielleicht auch nicht ganz so intensiv wie ein Psychotherapeut, aber immerhin. Lebensrückblick ist so eine Art Reframing. Das heißt also, man lernt ein Stück weit anders an sein Leben zurückzudenken. Es gibt da so einen Spruch, könnte man sagen, solange ein Mensch sich erinnert, kann man seine Erinnerungen auch verändern. Ja, also das heißt, man kann konstruktiv daran arbeiten, wie man sich an das eigene Leben erinnert. Und hier geht es darum, mehr die positiven Seiten der eigenen Lebensgeschichte in den Vordergrund zu rücken. Also zu lernen, mehr die Erfolge zu sehen, sie mehr zu bilanzieren. Und das macht man im Wesentlichen durch Wiederholung. Also indem man immer wieder positive Dinge in den Blick nimmt, verändert sich auch was in der Art und Weise, wie man das eigene Leben bilanziert. In der Regel passiert das in einem Gruppenformat, und zwar interessanterweise in den Gesundheitszentren, also letztlich in der Arztpraxis. Ja, dort laufen diese Pflegenden auf und arbeiten mit alten Menschen mit Depression im Rahmen der Lebensrückblickstherapie. Das Gleiche kann aber auch im Heim passieren oder eben auch in anderen Formaten. Also wo man gewesen ist, anhand von Objekten, Bildern, von Wohnungen und Häusern, Situationen, die mit besonderem Glück verbunden waren, wie Hochzeit oder Geburt eines Kindes, die Straßen, wo man gewohnt hat, ja, die Schulen, die man besucht hat. Also man identifiziert so Wendepunkte des Lebens und motiviert die Menschen, über diese Wendepunkte was zu erzählen. Und diese Gegenstände, Objekte oder Inhalte, die geben dem Gespräch eine gewisse Struktur, also einen Anhalt, eine Orientierung, geben auch den Beteiligten einen roten Faden. Also es ist nicht so sehr eine Form des freien Erzählens, sondern des geleiteten Erzählens, aber immer mit der Perspektive, eher die positiven, erfreulichen Aspekte herauszuheben, also wenn man will, so eine Art Glücksbilanz des Lebens, die man versucht herauszukitzeln. Ja, das hat man so durchgeführt an 6 Standorten und das läuft dann so ab, dass man sich 8-mal trifft, ungefähr 1,5 Stunden lang. Das Ganze ist durchgeführt bei 37 Teilnehmern, also älteren Menschen mit einer Depression. Und die haben das sehr positiv bewertet. Also 90% fanden das wirklich sehr gut, 72% würden es weiterempfehlen, 14% fanden den Lebensrückblick zu belastend. Also sie kamen dann eben doch nicht nur an erfreuliche, sondern auch an unerfreuliche Dinge heran. Und das kann man dann auch nicht einfach blockieren. Ja, und die fanden das zu belastend, über sich und ihr Leben zu erzählen. Aber immerhin, 90% fanden es eigentlich sehr gut. Man habe von den Lebenserzählungen anderer viel gelernt. Ja, dadurch werden auch die eigenen eher positiven Seiten mehr in den Vordergrund gekommen.
Es sei sehr positiv gewesen, auch Schwieriges zu teilen und auch in Balance zu bringen mit den positiven Seiten des eigenen Lebens. Ja, man habe doch insgesamt jetzt einen etwas positiveren Blick auf das eigene Leben und das würde einem helfen, auch die finsteren, schwarzen Gefühle im Rahmen der Depression immer mal etwas mehr zu bändigen. Und rein von den Assessments her konnte eine Effektstärke von 0,66 in den Assessments festgestellt werden. Das ist eine ziemlich hohe Effektstärke. Ne? Also weniger depressive Symptome als zuvor. Das wirklich Spannende an dieser Geschichte finde ich, erfahrene Pflegende mehr für therapeutische Aufgaben zu gewinnen. Das halte ich für wirklich sehr weiterführend. Eine Perspektive, Psychotherapie für alte Menschen ausschließlich durch von den Krankenkassen anerkannte Psychotherapeuten durchzuführen, ist, glaube ich, nicht realistisch. Das werden wir in Deutschland nicht erreichen. Und daher die Idee, zum Beispiel Pflegende, die eine Psychiatrie-Fachweiterbildung genossen haben oder auch sehr erfahrene Pflegende, die sich auch mit therapeutischen Konzepten auseinandergesetzt haben. Auch Betreuende kämen hier in Frage, Sozialarbeiter zum Beispiel, ja, oder auch Leute, die ja, aus anderen sozialpädagogischen Berufen heraus in diesem Umfeld tätig sind, dass die eine besondere Qualifikation erhalten, auch regelmäßig supervidiert werden, um dann mit den alten Menschen so zu arbeiten. Das finde ich wirklich eine spannende Perspektive, der man sich in Deutschland öffnen sollte. Ja, wie immer, die Unterlagen dazu, die Studie dazu, werden Sie in zusammengefasster Form wieder auf unserem Blog finden. Und auch hier wieder der Hinweis, schauen Sie mal regelmäßig in unseren Blog hinein. Dort versuchen wir immer wieder interessante Dinge aus der Forschung vorzustellen und auf eine Weise zu präsentieren, die für Sie einfach gut nachvollziehbar ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Gruß, Christian Müller-Herge.